Hallo ihr kleinen Zockermann! Willkommen zurück zu Daylight Folge 2. Ja, was ist bis jetzt passiert? Wir sind durch das Portal geschritten, sind jetzt hier, kommen nicht mehr zurück. Bong, bong, bong. Nein, es geht nicht. So. Was haben wir gemacht? Wir haben ein Teddy gefunden, ja. Wir haben ein Portal geöffnet, sind jetzt hier. So. Ich habe schon ein paar kleine Mankos dieses Spiel. Ich habe schon ein paar Mal gestartet. Das ist mein ganzer Rechner eingefroren. Also es ging so ein paar Sachen hier nicht. Dann wollte ich das Safe-Game wieder starten und ging auch wieder nicht. Also musste ich das erste Level nochmal machen auf Screen. Und ich muss sagen, das Level hat sich wirklich verändert. Es sind zwar die gleichen Räume, aber anders angeordnet. Wir mussten dann runter, wo wir vorher unten im Keller, kam man nicht weiter. Da musste ich dann langlaufen. Wäre sehr gruselig auf jeden Fall. So, dann machen wir mal weiter. Und ich bete zum Gott, dass das jetzt läuft. Ich habe versucht, es alles zu fixen und ich versuche... Ich hoffe, sagen wir mal so. Es funktioniert jetzt. Alles klar, dann wollen wir mal wieder starten. Hallo? Hallo, hallo? Keiner da. Und es ist auf euch, ist es euch auch aufgefallen, als wir diese Briefe gelesen haben? Da waren dann Hinweise versteckt. Also. Wir mussten, das war von zum Beispiel von der Rede eines Teddys die ganze Zeit. Und den mussten wir finden. Das war unser Schlüssel. Also, wir achten jetzt mal darauf. Wo sind wir hier? Also, wir müssen ja nochmal, wir müssen es ja mal Revue passieren lassen. Wo sind wir hier überhaupt? Wir sind in der Irrenanstalt. Wo haben wir gestartet? In der Eingangshalle. Und jetzt sind wir ja quasi durch die Eingangshalle, wo alles schnuckimäßig ist, durchgegangen. Und jetzt müssen wir hier richtig in der Ballerburg drin sein, wo du dann sagst, hallo, ja, ich würde mal gerne meine Schwiegermutter besuchen. Ja, alles klar. Wir öffnen die Tür. Ja, wir öffnen die Tür. Hier. Und das ist Knast. Und dann geht es aber, glaube ich, richtig los, oder? Dann sind wir da so richtig in den ganz fiesen Trakt dann. Da, wo sie alle drinnen hocken, wo sie weggesperrt werden, damit keiner sieht, was es für ein Elend auf der Welt gibt. Naja, wir gucken mal. Ach, hier unser Rucksack. Ah. Ich schätze mal, in jedem neuen Bereich... Ich schätze mal, das wird immer ähnlich so ablaufen. Wir kommen nicht mehr zurück. Nein, nein. Gibt es dann einen neuen Rucksack mit Leuchtstäben? Ja. Na? Oh. Hier wieder unser Labyrinth. Nehmen wir das mal unter die Lupe. Das scheint noch zu funktionieren. Also wenn ich drücke, passiert nichts. Naja. Klack. Mit Island Hospital. Zu Hedden, alle Mitarbeiter. Letzte Nacht gegen 19 Uhr gab es einen Stromausfall in dieser Einrichtung. Der unglückliche Zeitpunkt hatte zur Folge, dass ein Patient in kritischem Zustand nicht in die Notaufnahme überstellt werden konnte und dieser auf dem Gang hinter der Sicherheitstür des Archivs verstarb. Um solche Tragödien in Zukunft zu vermeiden, möchten wir alle Angestellten, die nicht zum Wartungspersonal zählen, darauf hinweisen, dass die Sicherheitstür nicht funktioniert, wenn es zu einem Stromausfall kommt. Bevor die Tür geöffnet werden kann, muss zuerst der Schutzschalter zurückgestellt werden. Bitte machen Sie sich mit der Lage des Schnittschalters im Archiv vertraut. Die Verwaltung. Alles klar. Ein Hinweis ist versteckt. Das heißt, wir können ja den Strom wieder anstellen, schätze ich mal. Und dann gehen hier auch alle Lampen an. Ich schätze mal, geht diese Lampe an und diese Türlampe geht auch an. Dann wird der Schalter funktionieren und ich rate jetzt mal ins Blaue, dann geht die Tür auf. Und wir sind jetzt hier im Archiv, so wie ich es gesagt habe. Ne? Die Leute kommen hierher und dann geht es da weiter. Dann machen wir das mal. Oh, wieder einer. Zu Händen alle Mitarbeiter. Wir verstehen, dass Sie Ihre 10-minütigen Pause nicht immer vor dem Gebäude verbringen können. Das bedeutet allerdings nicht, dass Sie Gegenstände im Archiv verschieben und es als behelfsmäßiges Raucherzimmer nutzen können, egal wie geräumig es ist und wie hoch die Decke auch sein mag. Wir haben mehrere Angestellte dabei ertappt, wie sie Kisten mit Versorgungsmaterial verschoben und übereinander gestapelt haben, um daran hochzuklettern und sie als Aussichtsplattform zu verwenden. Wieder ein Hinweis, schätze ich mal. Wir können Kisten schieben und raufklettern. Diese Gegenstände sind keine Turnausrüstung. Das Klettern auf Kisten mit medizinischem Versorgungsmaterial wird nicht toleriert. Verwaltung. Naja, Verwaltung, ich danke Ihnen. Ach so, ich habe jetzt mich so dazu entschlossen, jedes Mal, wenn da Sachen safen und so steht, Spieldaten werden gesichert, werden wir einen Aufnahmestopp machen. Und ich hoffe, dass wir dieses Mal hinhauen. Ich hoffe, dieses Spiel wird nicht wieder abkacken.
raste hier nämlich aus. Oh, guck mal, wenn wir hier stehen, hören wir nichts mehr. Oh. Leise. Laut. Leise. Laut. Oh, sehr gute Wände. Sehr gute Wände. Meine Fresse, die sind aber dick. Meine Fresse. So, hören wir nichts? Wir hören wieder. Hören wir nichts? Wir hören wieder. Naja. Oh. Mädchen. Was war das denn für eine Gruselgusse? Knack. Alter, wir laufen hier noch rum, bitte. Haben Sie einen Irren vergessen? Der hat sie versteckt. Der wollte nicht wieder nach Hause, oder die? Mit Island Hospital. Ah, okay. 1. Mai 1940. Miss Daniels Suizid. Miss Daniels wurde heute früh tot in ihrer persönlichen Unterkunft aufgefunden. Es wurde ein Abschiedsbrief sichergestellt, aus dem entnommen werden konnte, dass sie sehr unglücklich mit ihrer Arbeit und ihrem Privatleben war. Laut dem Personal vor Ort war die Todesursache rascher Blutverlust durch selbst zugefügte Schnittwunden am Handgelenk. Die Leiche wurde in einem Rollstuhl sitzend aufgefunden. Hatte also Zeit, sich noch hinzusetzen. Hatte sicher Angst, oh Gott, wenn ich mir die Pulsadern aufschneide, dann falle ich nicht, dass ich mir noch was tue, einen Kopf aufschlage oder so. Polizeiliche Ermittlungen werden folgen. Miss Daniels Leichnam wurde inzwischen in die Leichenhalle überstellt. Dieser Vorfall ist den anderen verstörend ähnlich. Verstörend ähnlich. Also es kam mir öfters vor, dass sie hier anscheinend Mitarbeiter umgebracht haben. Das würde mir doch zu denken geben. Und hier ist alles umgekippt. Was ist hier los? Leute. Oh mein Gott. Ja. ja, hier, um nicht ganz lächerlich dazustehen, weil ich mich ja wegen Pups erschrecke, ist es wieder nachts, dunkel, alleine, Kopfhörer. Ich eine Persönlichkeit, die sich sehr in solche Spiele vertieft. Hm? Mit Eilen, Geister der Vergangenheit. 12. November 1967. Geister der Vergangenheit. Das Mid Island Hospital war eines der einflussreichsten und medizinisch bedeutendsten Orte in der Geschichte unserer Stadt. Nur wenige wissen jedoch, wie wichtig es wirklich war, von Pockenbehandlung in den 1850ern bis zu dessen Leistungen im Bereich der Tuberkuloseforschung in jüngerer Vergangenheit hat das Krankenhaus viel zum Wohle der Bevölkerung von New Kipling beigetragen. Selbst der kurze, wenn auch gescheiterte Versuch, es als Haftanstalt wieder zu eröffnen, hat dabei geholfen, unsere Bürger zu schützen. Naja. Haftanstalt. Erst Irrenhaus, dann Haftanstalt. Eine super Kombi, Alter. Wirklich. Ist doch klar, dass das hier jetzt hier voll abgeht. Immer richtig schlaue Leute, die sowas ausdenken. Hallo? Mädchen, wo bist du denn? Ich bin auch ein Mädchen. Wollen wir Freunde sein? Da ist ein Brief. Da leuchtet's. Hier kommen wir nicht weiter. Sehr schön gestapelt, aber wirklich. Da kommen wir auch nicht weiter. Wir müssen hier lang. Hallo? Achso, falls das. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht hier in der Kamera. Ich habe jetzt meinen Popschutz abgemacht. Oder Blockschutz. Ich hoffe, das reicht. Dann ist das Mikro ein bisschen näher dran. Und ich glaube, es ist die Tonqualität von meiner Stimme ein wenig besser. Klack. Bewohner von Kipling werden beschuldigt. Verbrechen. 16-jähriges Mädchen, schätze ich mal. Durfte, schätze ich mal. Lebend. Steht schuld, wird gehängt, böse. Enthaust, eröffnet um mit Ausbreitung der Krankheit. Okay, irgendein Mädchen hier in Kipling, 16 Jahre alt, sehr jung hier alle irgendwie. Ja, hat Schuld an irgendwas, ist irgendwas Böses angehängt worden. Ja, es geht ja auch um irgendeine Krankheit, falls euch das auch aufgefallen ist, die hier. Und ich glaube, es geht von so einem kleinen Mädchen aus. Ich schätze, dieses kleine Mädchen mit diesen Teddybären. Hallo? Ach, da hinten brennt Licht. Seht ihr das? Rot. Oh nein, 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 nein. Hier, Lampe an. Vorher gehe ich hier kein Stück. Da mache ich keinen Schritt weiter. Hallo? Da ist mein Brief. Hallo? Stop! Und das? Stop! Die alte Oma! So much pain, das ist keine Oma. Das ist einfach nur eine. Hau ab! Ich kann mich nicht bewegen. Also das ist hier irgendwie. What ails you, Sarah? Was betrübt dich, Sarah? Perhaps truth? Really pure. Never simple. Selten rein, niemals einfach. Was soll mich schon betrüben? Hier läuft eine alte Oma oder eine Frau ohne Augen
Taucht hier auf, brennt alles. Ja, ist da. Komm sicher hier, haben sie doch geraucht, haben sie geschrieben. Sind sicher alle abgebrannt. Huch. Hallo? Ist gerade aufgetaucht, habt ihr gesehen? Oh, hier steht was. All cursed. Alle verflucht. Augen wurden ausgekratzt. Wer ist das? Sehr militärisch aus, der Mann. Da hinten ist auch noch ein Brief. Wir lesen jetzt erstmal wieder. 3. März 1938. Patient 90D. Während ihrer nächtlichen Rundgänge bemerkte Schwester Moriarty, dass Patient 90D in einem aufgebrachten Zustand in seinem Zimmer stand. Die Schwester behauptete, der Mann hätte mit dem Gesicht gegen das Schutzgitter des Glases geschlagen. Sie rief um Hilfe und als wir eintrafen, war das Gesicht des Patienten völlig blutverschmiert. Außerdem brüllte er etwas über Gesichter im Dunkeln. Der Patient wurde sofort ruhiggestellt und auf die Krankenstation gebracht, wo der verantwortliche Arzt angab, dass er wahrscheinlich beide Augen verlieren würde. Der Patient schien darüber völlig unberührt. Empfehle Überstellung in Dr. Mercers Obhut. Mensch, hier liest man ja richtig viel laut vor. Kommt man ja wieder richtig in Übung. Da ist noch ein Brief. Kommt man ja richtig in Übung. Klack. Geister der Vergangenheit. 12. November 1967. Hatten wir doch gerade, oder? Und dann ist da das Krankenhaus. Wie wir es heute kennen. Verlassen und von den Einheimischen wegen der unheilverkündeten Vogelbevölkerung als Crow Island bezeichnet. Das Krankenhaus und die Insel, auf der es steht, sind inzwischen tief verwoben mit Gerüchten über Flüche und gespenstische Aktivitäten. Es gibt kaum ein Kind in New Kipling, das nicht als Mutprobe in das verlassene Gebäude geschlichen ist. Und die Geschichten, die sie erzählen, überstimmen den Geruch von Zigarrenrauch oder sogar das Erscheinen eines Schattens einer Frau, die durch die Gänge wandert, haben nicht gerade viel dazu beigetragen, den Ruf dieser einst lebensrettenden Stütze unserer Gesellschaft zu bewahren. Ja, ich habe die Frau auch gesehen. Ich habe auch Feuer gesehen. Ich habe nicht nur Rauch gerochen. Ich zwar noch keine. Ja, vielleicht raucht die Oma ja, die hier auftaucht. Eine Zigarre und ist verbrannt. Sehr tragisch. So. Hallo? Machen wir wieder einen an. Ich glaube, ich brauche mal ein bisschen zu lange hier. Mir reichen meine Stäbe immer gar nicht. Aber ich traue mich nicht schneller zu gehen. Ich will auch alles hier mitnehmen. Man muss hier umgucken. Ne? Man muss hier umgucken, Leute. Oh. 27. März 1931. Patient 90D. Wieder 90D. Warum heißt der 90D? Ist das ein fetter Mann mit verdammt fetten Titten oder was? Die Patienten haben ihre Pillen genommen und sind nach dem Abendessen in ihre Zimmer gebracht worden. Daya weigert sich seit dem Zwischenfall nach Patient 90D zu sehen. Er hat sie mit Blut bespuckt und irgendetwas über einen Zauber geschrien. Heute ist mein erster Beobachtungstag vom Patienten 90D. Er schien extrem angespannt, als ob er jederzeit ausrasten würde. Nur nicht gegenüber Patrice. Sie ist ihm auf irgendeine Art und Weise wichtig. Okay. Falls wir Patrice sehen, hängen wir uns an die, weil der wird nichts getan. Ah, hier, guck mal. Du kannst auf manche Objekte klettern. Kisten mit Seilen können bewegt werden. Kiste mit Seil. Labyrinth leuchtet. Ich werde es mal benutzen. Alles klar. Und wahrscheinlich... Kann ich auch links? Nee. Mal aus. Klack. Wunderbärchen. Guck an. Sind wir schlau, Leute. Wir haben es richtig drauf. Jetzt muss ich nur irgendwie hier raufkommen. Ach, guck mal. Leertaste, dann geht das. Hup. Hier rauf. So. Jetzt werden wir unseren Horizont erweitern und mal ein bisschen rumgucken hier. Hallo. Hallo, liebe Irren. Keiner da. Dann hüpfen wir mal rein. Ah, was sage ich? Ha, hier ist der Netzschalter. Ah, der Hauptschalter. Klick, klack. Oh, Alter. Da regt sich aber auf, die Alte. Guck mal. Findest du nicht gut, was ich angemacht habe? Well, it shouldn't. Das solltest du aber nicht, okay. Ich fühle mich trotzdem besser, auch wenn ich das nicht sollte. Im Hellen ist immer schöner. Wie eine Kiste mit Seilen. Jawohl, und wir hin. Okay. Klack, oh, hier waren aber viele. Der Taste. Seht auf der Karte? Ganz viele Kreuze. Das markieren noch immer, das merkt doch immer, da werden noch immer diese Briefe oder so markiert und Relikte, ne? Die wir hier finden müssen. Komischerweise muss man noch kein Relikt finden. Also, wir haben noch keine neue Tätowierung auf dem Arm. Klettern.
balancieren. Ich höre es wieder. Ach, das Portal da hinten. Okay, das Spiel zeigt uns wirklich alles, mit dem wir interagieren können und machen. Wenn wir nicht ganz auf den Kopf gefallen sind, dann sollte das eigentlich flutschi-mäßig weitergehen. Sage doch, Licht leuchtet. Licht leuchtet. Und jetzt benutzen. Aha, keine Lupe mehr. Klack. Ja, bitte. Ja. Ja, wir haben Ihre Tochter. Ja, gehen Sie durch. Klack. Lalalalalalalala. Vielleicht war es auch eine Kita hier. Die Leute haben es verwechselt mit der Kita, weil da so viele junge 10 Monate alt. Hallo? Ne, Kinder sind. Haben sie alle hier abgeliefert. Kein Bock mehr. Und ich will nicht durch so eine Tür gehen. Weil das erste... Die erste Aufnahme hier, also das erste Video war ja noch recht... Oh, ein paar Mal erschrocken eben auch. Jo, zweimal erschrocken. Huhu. Die Atmosphäre stimmt aber. Und... Ich habe so das Gefühl, das wird noch so richtig abgehen. Falls das Spiel nicht wieder hängen bleibt. Oder mein Rechner abkackt. Wegen dem Spiel oder irgendwas. Ja, gucken mal. Ich riskiere erstmal einen Blick hier ganz locker hier durch. Hallo, hallo, hallo. Ganz langsam geht. Hallo, hallo. Oh, da hinten geht schon wieder das Licht aus. Ah, das flackert nur. Ah, es wird wieder leise, sehr schön. Hallo? Oh, Spieldaten werden gespeichert. Das heißt, ich gucke mal kurz auf meinen Timer und ich, Idiot, habe keine neuen... Oh... Lampen mitgenommen hier, Knicklichter. Ja, okay. Timer sagt, Zeit ist in Ordnung. Spiel sagt, ist auch in Ordnung, wird nämlich gespeichert. So, ja. Dann gucken wir mal, was uns in der nächsten Folge erwartet. Ich bin bis jetzt recht zufrieden. Bis auf diese technischen Probleme dieses Spiels. Das war echt zum Kotzen. Ich hoffe, das habe ich jetzt im Griff gekriegt. Und, ja. Wenn es euch gefallen hat, liken. Wenn ihr genauso gespannt seid wie ich. Was als nächstes kommt und nichts verpassen wollt, abonnieren. Ne? Ja, ansonsten, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Horrormaden.